Guten Abend, liebe Gäste. Mein Name ist Grigor Papadopoulos. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen des SUB zu unserer heutigen Veranstaltung für Ernst Heusinger. Eigentlich würde Ernst jetzt selbst auf der Bühne stehen und aus dem in diesem Jahr erschienenen Band Kahlschlag AIDS lesen. Er hat ihn im Frühjahr herausgegeben, im Eigenverlag, Druck on Demand. Und er wollte Gedichte lesen, Gedichte, die sein Lebensgefährte, der Lyriker und Hörspielautor, früherer Balletttänzer Christian Noack, geschrieben hat. Ein Versuch, die Bedrohung durch die Krankheit AIDS in den 80er Jahren, die HIV-Infektion von Ernst und nahestehenden Menschen zu verarbeiten. Mit großer Bestürzung haben wir am 14. Oktober dieses Jahres erfahren, dass Ernst Heusinger plötzlich verstorben ist. Wir haben dann den Abend mit Ernst in einen Abend für Ernst umorganisiert, umgeplant. Ernst wurde 1948 geboren. Es war ein schwieriger Start ins Leben. Alleinerziehende Mutter, Kinderheim, Adoption, früher Missbrauch außerhalb der Familie, später dann 1985 HIV-Infektion, dadurch der Verlust seines Berufes, eine neue Aufgabe dann in der Selbsthilfe, im Ehrenamt, in der Solidarität mit Betroffenen, in der Hilfe von Betroffenen. Ernst war ein Phänomen. Er war Repräsentant sowohl des alten AIDS-Paradigmas, was Leiden, Krankheit, Tod bedeutete in vielen Fällen, aber er war auch Repräsentant des neuen AIDS-Paradigmas, das Mitte der 90er Jahre den Betroffenen Mut machte und ihnen heute ein nahezu normales Leben ermöglicht. Ernst wusste aber auch, dass Betroffene bis heute einer starken Stigmatisierung und Diskriminierung unterliegen. Ausgrenzung. Dagegen wollte er ankämpfen, durch sein Gehörtwerden, durch seine Stimme, durch sein Auftreten. Das war ihm wichtig. Dieses Wirken wollen wir heute würdigen und uns an den Menschen Ernst erinnern. Eisblumenfelder für Mike. Deine Augen sehen aus wie Glas, mal wie Elfenbein. Verletzt dich die Welt, sind sie voll Tränen, dann bist du für Minuten blind. Macht mir dir Mut, springst du über Flüsse, gleitest du ohne Fallschirm vom Himmel. Wenn du schläfst, kommst du der Welt abhanden, kehrst du dorthin zurück, wo du hergekommen bist. Was suchst du dort? Was willst du finden? Wenn du schweigst, wer spricht deine Sprache? Was fängst du an, wenn du wieder einmal für kurze Zeit erblindest? Wen kannst du ertragen? Wen musst du töten? Deine Augen verraten dich, sprechen dich frei. In einem Traum, der so alt ist wie die Welt, habe ich dich gesehen. Du gingst durch endlose Eisblumenfelder. Ein Zitronenfalter flatterte dir voraus, wies dir den Weg. Du hast gelächelt. Aber in den endlosen Eisblumenfedern stand ein Rollstuhl ohne Räder. Er wurde dort vergessen. Wann immer du einen Zitronenfalter siehst, er hat den Auftrag, dich zu grüßen. Danke, Herbert. Ich möchte Sie vorstellen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Veranstaltung, und zwar Herrn Professor Johannes Bogner von der LMU München, leitender Oberarzt in der Infektiologie. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Thomas Niederbühl, Stadtrat, langjähriger Geschäftsführer der Münchner AIDS-Hilfe,
Guten Abend, Thomas. Ich freue mich auch sehr, Herbert Schäfer, den Schauspieler, begrüßen zu dürfen, der aus Kahlschlag AIDS lesen wird. Herzlich willkommen, Herbert. Herr Bogner, Sie haben ganz früh in Ihrer Laufbahn mit dem Thema HIV/AIDS zu tun gehabt, und zwar auf wissenschaftlich-klinischer Ebene. Ernst war einer Ihrer frühen Patienten. Wie haben Sie Ernst kennengelernt? Er ist ja gegen seinen Willen oder ohne sein Wissen bei uns in unserem Klinikum in einer anderen Abteilung, es war die Hals-Nasen-Ohren-Abteilung, auf HIV getestet worden. Und das war im Jahr 1985, 86 am 1. Januar kam ich als ganz junger Arzt, damals noch 25 Jahre alt, in diese Klinik, in diese Universitätsklinik, und bin dann als erste Station auf die AIDS-Station eingeteilt worden und auch in der HIV-Ambulanz, man hat damals AIDS-Ambulanz gesagt, tätig geworden. Und da ist er überwiesen worden von dieser Hals-Nasen-Ohren-Abteilung zu uns, und so habe ich ihn dann kennengelernt. Er hat mir sofort seinen Unmut mitgeteilt, dass das nicht richtig war, dass er da getestet wurde. Ich konnte ihm dann eigentlich nur beipflichten, aber ich konnte es natürlich nicht mehr rückgängig machen, und habe ihm dann angeboten, dass er sich bei uns betreuen lassen kann, dass er sich untersuchen lassen kann. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe ihn gründlich untersucht. Die Ergebnisse kamen ja damals nicht so schnell, wie das heute ist, dass man hingeht und am nächsten Tag sind schon die Immunergebnisse vorhanden. Nein, damals hat es 3 Monate lang gedauert, bis man wusste, wie jetzt die Helferzellen sind. Da haben wir uns also dann wieder getroffen, und ich konnte ihm mitteilen, dass es ganz gut aussieht, dass er also jetzt nicht ein immunologisches Problem hat. Also er war in einer Situation, wo man nicht befürchten musste, dass er jetzt gleich das Vollbild dieser Erkrankung bekommt. Und so haben wir uns kennengelernt, und er hat sich dann relativ rar gemacht am Anfang seiner Erkrankung. Ja. Aber wir haben uns doch regelmäßig getroffen. Er kam immer wieder zu diesen Kontrolluntersuchungen im 3-monatigen Abstand. Und dann, schon ein Jahr später, habe ich ihm angeboten, ja, es gibt jetzt eine Therapie, wollen Sie mitmachen? Er war immer skeptisch. Er war der Medizin gegenüber skeptisch und hat damit was richtig gemacht. Sage ich jetzt als Schulmediziner, darf ich das ohne weiteres sagen, er hat was richtig gemacht, und hat immer seinen eigenen Kopf gehabt und auch seine eigene Meinung, und ich war bereit, das mit ihm zu diskutieren und ihm Informationen zu geben, Therapieangebote zu machen, Diagnostikangebote zu machen, und so sind wir im Dialog gewesen, und ich muss sagen, er war mir von Anfang an richtig sympathisch. Ja. Richtig sympathisch, und ich dachte mir, also für den Mann will ich sehr gern da sein und will was für ihn tun, sofern das notwendig ist oder sofern ich gebraucht werde, bin ich für ihn da. Und ich habe das auch mich dafür interessiert, was er beruflich macht. Ich wusste gleich, er ist Schauspieler, und das wurde ja auch untermauert dadurch, dass er eine unglaublich schöne, sonore Stimme hatte, und schon damals, ich erinnere mich, dass das eine meiner Assoziationen war. Ja, der Mann ist Schauspieler und er hat diese schöne Stimme, und da muss ich einen kleinen Exkurs machen in meine eigene Geschichte. Ich bin aufgewachsen in einer Zeit, wo es in meinem Elternhaus kein Fernsehapparat gab, sondern es gab Sonntagmittag im Hörfunk eine Geschichte für die Kinder. Da konnte man die Kindergeschichte anhören,
und meine Geschwister und ich saßen vor dem Radio und haben uns eine Geschichte angehört. Zum Beispiel von Pumuckl oder andere Geschichten. Eine Geschichte gab es damals, die hieß handelte von Ludmilla, dem Mondschaf. Ich weiß nicht, ob die jemand von Ihnen kennt. Und solche Geschichten wurden meistens von sehr guten Sprechern im Radio vorgetragen. Und ich habe beim Ernst die Assoziation gehabt, dieser Mann, von dem würde ich mir sehr gerne mal eine Geschichte erzählen lassen. Und wie das war in den ersten Jahren, wo wir uns kennengelernt haben. Dass sich das vielleicht irgendwann mal realisieren lässt, habe ich damals nicht geahnt. Ich habe aber schon mitbekommen, dass die Diagnose dazu geführt hat, dass er ein Engagement verloren hat, dass er aus seinem Beruf quasi rausbuxiert wurde. Und das war wirklich sehr schlimm. Ja, und das war auch die Zeit, wo halt die Stigmatisierung ganz stark vorgenommen wurde, auch von politischer Seite. Und schon damals war klar, da muss man dagegen halten und da müssen wir schauen, dass so Sachen wie der bayerische Maßnahmenkatalog oder politische Forderungen nach namentlicher Meldepflicht, dass das verhindert wird und dass wir unsere Stimme erheben. Das hat er getan und schon ganz früh hat er sich engagiert. Jetzt will ich aber an dieser Stelle mal meinen Monolog beenden und weitergeben. Herzlichen Dank, Herr Bruckner. Na gut. Angehörigentreffen für Menschen mit HIV/AIDS. Waldschlösschen, Dezember 1989. Ernst und ich kommen mit dem Taxi gegen 20 Uhr an. Es vermittelt Geborgenheit, wie ein Stück zu Hause. Kein Schnee, dafür Regen. Regen, der nicht aufhören will. Wir freuen uns auf die Begegnung mit Freunden, auf die Begegnung mit neuen Menschen. Gerd, er strahlt, wie immer. Plötzlich, wie aus heiterem Himmel, unangemeldet, steht Dieter in der Tür. Er grinst. Spontane Freude, Umarmungen, Gelächter und immer wieder Umarmungen, als ob wir uns für Sekunden aneinander festhalten müssen. Wolfgang behält wie immer den Überblick. Auch er umarmt, hält sich selbst fest, hält die anderen. Seine Augen sind traurig, obwohl er glücklich ist. Das Wort der Erlösung, Abendessen, jetzt erst sind wir frei. Wir schauen uns um. Neue Gesichter, unsicher, uns hilflos ausgeliefert. Unter ihnen Ulrike mit ihrer Tochter Esther. Esther ist 6,5 Monate alt. Mutter und Kind sind ein schönes Bild, so kurz vor Weihnachten. Die erste Freude hat sich gelegt. Wir empfangen Notsignale, Ängste, Depressionen. Was war passiert? Rainer beginnt das Vorstellungsgespräch, seine Hände zittern. Dann bricht es aus ihm heraus. Er berichtet von den ersten Aggressionen gegen sein Elternhaus. Steine wurden durch die Fenster geworfen. Parolen der Nachbarn, Schwule raus. Kristallnacht oder Hexenjagd. Die Gruppe bleibt ruhig. Arbeitspläne für die nächsten Tage werden durchgesprochen. Gerd, Jörg, Ulrike, Angelika, Gesprächsleiter, Ansprechpartner. Das Programm? Einführungsmeditation. Blitzlicht mit allen Teilnehmern und Trainern zur inhaltlichen Gestaltung des Treffens. Eine Gesprächsgruppe zum Thema: Was geht in uns vor, wenn das gesunde Volksempfinden auf AIDS mit Gewalt, Diffamierung und Ausgrenzung reagiert? Einige Einzelgespräche. Das Hauptthema: Aggressionen. Leben mit und Leben ohne Aggressionen. Aggressionen als Hilferufe oder Erpressung. Vermeidbare und unvermeidbare Aggressionen. Bewältigung und der Umgang mit Aggressionen.
auch im Alltag. Der letzte Abend, das letzte Fest. Ein Fest der allgemeinen Resignation. Letzter Morgen, das Licht fahl und grau. Die bereiteten Träume verlassen uns. Kaum wahrnehmbares Vögelgezwitscher. Der neue Tag drängt sich auf. Das ärmste Kloster hat irgendeine Glocke, die ein vorwitziger Mönch jetzt betätigen würde, sei es, um uns zu erschrecken, sei es, um uns an das fällige Gebet zu erinnern. Wir haben unsere Zivis. Sie pfeffern Tassen und Teller mit wohldurchdachter Vehemenz auf die schweren Tische, dass man unwillkürlich zum Himmel aufschaut, um nach Tiefliegern Ausschau zu halten. Der makellos gedeckte Frühstückstisch irritiert. Das letzte Mittagessen. Die Stimmung ist gedämpft. Abschied liegt in der Luft. Abreise wie eine Flucht. Überall stehen gepackte Taschen herum. Die Umarmungen sind heftig bis scheu. Ein paar Wortfetzen. Pass auf dich auf. Kopf hoch. Geh zum Arzt noch vor Weihnachten. Das Taxi ist da. Wir müssen uns trennen. Warum eigentlich? Weihnachten, alte Scheiße. Das neue Jahr steht vor der Tür. Wer wird in der Lage sein, diese Tür zu öffnen? Ulrike, ihre Tochter Esther auf dem Arm, steht vor dem Ausgang. Esther schaut uns mit ihren großen Augen an. Sie weiß noch nichts vom Leben. Sie weiß noch nichts vom Sterben. Ein Wunder wird allerdings nicht geschehen. Sie winkt, lacht uns an, winkt. Für sie ist die Welt noch in Ordnung. Die Verpflichtung zu kämpfen, haben wir die nicht alle? Vielen Dank. Wir haben so einen Eindruck jetzt bekommen, 1989. Es war hier auch eine Art Höhepunkt von HIV/AIDS. Es gab viel Leid, viel Betroffene, noch keine wirkliche langfristige Therapie. Thomas, wenn du das jetzt hörst, so diese Zeitschilderung Ende der 80er Jahre, was kommt dir da in Sinn? Also im Prinzip, wie der Text aufhörte mit dem Kämpfen, also ich meine, das war ja, ich war ja in der Schwulenbewegung aktiv, wollte eigentlich gar nicht auch noch in der AIDS-Hilfe aktiv sein, aber man kam ja gar nicht dran vorbei an dem Thema, das ist ja klar in den 80ern. Und der Ernst, ich meine, es sind so viele Facetten, die da bei Ernst zusammenkamen. Das eine ist tatsächlich dieses Kämpferische, ich meine, in den 80ern offen positiv aufzutreten, in Schulen zu gehen und öffentlich zu sprechen. Ich meine, ich selber war, also die haben ja diese sogenannte positiven Gruppe in der AIDS-Hilfe, die haben ja nach dem Bayerischen Maßnahmenkatalog, der ja im Mai 87 beschlossen wurde, also ein Ausführungskatalog zum Infektionsschutzgesetz, der sich ganz an den Zwangsmaßnahmen sozusagen des 19. Jahrhunderts, also der Seuchenbekämpfung, orientiert hat, wo ja viele von München weggegangen sind, weil man Ängste hatte, weil man nicht richtig wusste, das war ja so eine Art Damoklesschwert, wo nicht so klar war. Ich meine, die hauptbetroffenen schwulen Männer wurden ja gar nicht benannt in diesem Maßnahmenkatalog. Also es war eine sehr schwierige Zeit. Und dann haben sich die Positiven, die schon sehr früh vernetzt waren, sofort entschieden, in München das zweite europäische Positiventreffen zu machen, was ja dann eben 87 war. Da gehörte Ernst mit dazu, Celia Bernecker-Welle, Konrad, also das war so eine ganze Gruppe, die da aktiv waren. Gibt auch ein schönes Video. Mut gehört dazu, war das Motto. Und ich glaube, das war eben das, was der Ernst nicht nur politisch kämpferisch, sondern immer eben auch all den anderen Positiven, also wirklich dieses Selbsthilfe-Thema, was er hier auch mit dem Treffen im Waldschlösschen und später hatte er ja ständig diese positiven Treffen in Bayern, in Bad Abbach organisiert und sowas. Also den nicht nur sich, sondern den anderen Mut zu machen, ich glaube, und es stimmt ja auch, ich meine, ich weiß nicht, wem er nicht sympathisch war. Also ich meine, er hat ja auch eine gewinnende Art und das war natürlich auch ganz wichtig. Lieber Thomas, wir haben ja vorher schon die Schilderung von Bad Abbach gehört, Waldschlösschen auch in Göttingen. Das waren ja Orte der Selbsthilfe, des Ehrenamtes auch, wo immer wieder auch interessante Referenten eingeladen wurden, die den Menschen Mut zusprachen, mit den Menschen gearbeitet haben,
Stichwort auch Kunsttherapie. Ernst selber war dort sowohl Organisator, aber eben auch als Patient dort. Er hat viele Bilder, gibt es ja, sind überliefert, er hat dort gemalt, seine Krankheit dort auch mitverarbeitet in diesen Kunsttherapien. Dieses Stichwort Selbsthilfe, wie wichtig war das damals? Hat es staatliche Hilfe teilweise auch ersetzt? Musste man sich selber helfen? Musste man selber Institutionen gründen, wie eben 1984 die Münchner AIDS-Hilfe, die daraus auch erwuchs letztendlich, aus dieser Selbsthilfe? Wie muss man sich das damals vorstellen? Also auf jeden Fall ist es keine Entweder-Oder-Frage. Ja, also ich glaube, die Selbsthilfe hat immer einen Wert, auch wenn man noch so toll bezuschusste Institutionen hätte, sage ich mal. Ja. Also in den 80ern war es wirklich schwierig mit der AIDS-Hilfe. Klar, das ist ganz aus der Selbsthilfe entstanden, war selbst organisiert. Die politische Unterstützung war erstmal von der Stadt, da gab es das erste Geld, aber auch dann vom Sozialreferat, vom Land. Also das war schon ganz interessant, sozusagen wie schizophren zweigleisig dann der CSU-Freistaat gefahren ist, schon in den 80ern, in dem eben die Beratungsstelle mitfinanziert wurde und man gleichzeitig aber gegen die AIDS-Hilfe und so weiter agiert hat. Ich erinnere mich, da war ich schon Geschäftsführer, da hatte ich mal ein Fernsehinterview mit dem Beckstein als Innenminister zusammen, wo der sagte, Sie mit Ihrer Gossensprache, Sie werden nie eine Unterstützung des Freistaats bekommen, obwohl wir die ja längst hatten. Ja? Also da merkte man schon, die Politik und die wussten natürlich trotzdem, dass die AIDS-Hilfe eine wichtige Organisation ist. Also so schizophren war das damals. Und ich glaube, was wir als schwule Männer schon gelernt hatten, das hat sich dann sozusagen in diesem Positivsein dann auch weitergetragen. Das eine war tatsächlich das Coming Out, also das Wichtige, es offen zu machen oder auch zu überlegen, wo kann ich es offen machen, und das Wissen, es gibt andere, die auch offen sind, da kommt dann die Selbsthilfe ins Spiel. Ich meine, in den 80ern ein HIV-Positiv-Ergebnis zu kriegen, das war das Gefühl, das ist mein Todesurteil, ich brauche mir keinen Wintermantel mehr kaufen, weil den werde ich nicht mehr tragen und solche Gefühle, ja, und dann zu wissen, da gibt es andere, die sich treffen, die mir Mut machen, die irgendwie andere Erfahrungen haben, die auch mit Krankheit umgehen können, ja, und dass man sich dann mal weg von allem, vom Alltag in Bad Abbach oder in Waldschlösschen oder wo auch immer trifft, ich meine, das ist ganz, ganz wichtig, ja, und der dritte Punkt ist dann, da wo die Selbsthilfe an die Grenzen kommt, wirklich die Selbstorganisation. Ich halte die AIDS-Hilfe dafür ein hervorragendes, klassisches Beispiel, wie das funktionieren kann, dass man da, wo man sagt, jetzt brauchen wir Aufklärung und jetzt brauchen wir Beratung und jetzt müssen Leute zu Hause versorgt werden oder beim Sterben begleitet oder wie auch immer, so hat man dann halt das entwickelt, was das AIDS-Geschehen jeweils gebraucht hat. Und das finde ich schon wichtig, dass dieses Verhältnis, also das wünsche ich mir, dass das sozusagen weiterträgt, auch in der Zeit heute, wo HIV eine chronische Infektion ist, die man gut behandeln kann, also im Durchschnitt gut behandeln kann, wo man so alt wird, wie man halt im Durchschnitt wird, ist es trotzdem wichtig, glaube ich, dass man diesen Selbsthilfegedanken nicht vergisst und auch diese Selbstorganisation. Vielleicht braucht man heute eben andere Dinge. Ja? Ich meine, ich sag mal, in den 80ern hat kein Mensch von LGBTIQ oder queer geredet. Ich meine, da waren wir schwule Männer, da waren die lesbischen Frauen, da hat man gerade die Zusammenarbeit gefunden. Inzwischen ist da viel mehr draus geworden. Und wenn ich mir die AIDS-Hilfe angucke, wo so eine Schnittmenge geht, natürlich HIV betrifft, die älteren Schwulen und Lesben betrifft, die Trans-Leute genauso. Also da gibt es ja so eine Schnittmenge. Und da finde ich es ganz wichtig, dass man eben das nicht abhakt, das war wichtig in den 80ern und 90ern, sondern dass das ein wichtiges Konzept ist, was man immer wieder zeitgemäß neu umsetzen muss, finde ich. Ja. Weil auch heute gibt es noch wirklich genug Menschen, die mit einem positiven Ergebnis nicht so einfach umgehen, wie das irgendwie erstmal klingt. Ja. Und deshalb finde ich das eben ganz wichtig. Und Ernst hat auch immer natürlich wie die Positiven, ich meine, die waren natürlich auch Störer in der Organisation, das ist ja klar. Ja. Ich meine, ich weiß, ich kam 88 in die AIDS-Hilfe, 89
bis 91 war ich ja im Vorstand und die Positiven wollten zu allen möglichen Mitgliederbeschlüssen immer ein Vetorecht. Ja? Ich meine, was natürlich nicht ging, ja? Aber das war so die Erwartung, es geht um uns und sonst um niemand, ja, und so. Aber das musste man ja ernst nehmen und schauen, wie geht man denn damit um. Also, dass man nicht am Schluss eine tolle AIDS-Hilfeorganisation ist, wo die Positiven gar keinen Platz mehr haben. Das wäre natürlich auch irgendwie bescheuert. Aber solche Gefahren gibt es ja immer. Also, ich meine, ich kam ja in die AIDS-Hilfe, ich meine, 84 gegründet und 88 gab es schon eine große Selbstverständnisdebatte, weil eben der Weg ging eben à la Süßmut, so AIDS geht alle an und plötzlich waren die betroffenen Gruppen gar nicht mehr so im Blick oder man hatte das Gefühl auch, man versucht sich anzupassen, um an Gelder zu kommen, ja, und sowas. Und da gab es eben diese Debatten, welche Rolle spielen schwule Männer, welche drogengebrauchende Menschen, welchen die Positiven und so weiter. Und da hat sich die AIDS-Hilfe schon an die Wurzeln nochmal erinnert und ich glaube, dass das ganz gut gelungen ist, da immer dran zu bleiben. Und jemand wie Ernst war natürlich so ein lebendes Beispiel dafür, wie das laufen soll. Ja. Dankeschön, Thomas. Für weh? Frage den Wind, wenn du einen Rat brauchst. Der Wind hat dich noch nie betrogen. Wilde Vögel am Horizont. Keiner weiß, wohin sie fliegen. Sie ziehen weiter, ziehen enge Kreise, setzen zur Landung auf der Erde an, um auszuruhen. Um zu sterben. Ein letztes Mal vom Wind getragen. Wenn du einen Hund vorm Ertrinken rettest, wird er dir nachlaufen, solange du lebst. Du bist sein Schöpfer. Du bist sein Leben. So kannst du Gott übertreffen, beschämen. Was heute du zerstörst, wirst morgen du bereuen. Was du versäumst, bleibt dein Verlust. Es gibt kein Übermorgen. Zeit ist uneinholbar. Zwecklos, ihr nachzulaufen. Wenn du deine Ruhe, deine absolute Ruhe haben willst, dann musst du zahlen. In jeder Währung. Halluzinationen, Hirngespinste, Absturz in die Lethargie. Altwerden ohne Erinnerungen ist die einzige Niederlage, die wir nicht mehr korrigieren können. Wenn man dich beschämt, zutiefst verletzt hat, mitten im Leben, dann bist du gebrandmarkt für alle. Tote sind unverletzbar, dafür zahlten sie einen hohen Preis. Wenn du einen kranken Baum siehst, präge ihn dir ein. Nimm Abschied. Lass ihn sterben. Denk an die Vögel, die ihren Schlafplatz verlieren. Ich selber habe Ernst während meines Studiums näher kennengelernt. Ich habe in einem Praxisseminar, da ging es darum, chronisch kranke Menschen nicht zu betreuen, aber einfach mal zu begleiten, in deren Lebenswelt einzutauchen. Und ich habe ihn dann 4 Monate regelmäßig besucht, immer einige Stunden. Wir haben aus seinem Leben rekapituliert, hat mir viel erzählt. Ich habe viele Informationen über die damalige Zeit bekommen. Und ich habe Ernst immer als einen Menschen wahrgenommen und erlebt, der sehr hilfsbereit war. Und jemand, der unglaublich viel auch Negatives erlebt hat von Kindheit. Und diese emotionale Wunde war eigentlich immer spürbar, diese Traurigkeit. Und er konnte aber so unglaublich drüber hinweggehen, indem er anderen immer beistand auch. Und das war dieses große Talent, das er hat und dieses große Geschenk, dass er immer auch gebender war, obwohl er eigentlich nehmender mal sein durfte. Und so werde ich ihn in Erinnerung haben, als Mensch, der immer für andere auch da war, der vor allem Interesse zeigte. Das ist ja heute sehr selten, dass Menschen so Interesse zeigen an anderen Menschen, an dem, was sie tun, was sie sagen, wie sie leben. Und das hat Ernst auch ausgezeichnet, dieses Interesse für andere und das Unterstützen. Er hat immer unterstützt.
Und das war ja auch das von der Selbsthilfe eben, wo andere, wo er sich solidarisiert hat, wo er geholfen hat. Er ist ja in Schulen gegangen, er hat diese Aufklärungsprojekte, er hat Lesungen gemacht. Er wollte einfach zeigen, dass Menschen, die eine HIV-Infektion haben, die gleiche Wertigkeit haben, das gleiche Recht da zu sein, mit viel Würde da zu sein, als jemand, der keine HIV-Infektion hatte. Und das, Herr Bogner, das muss ihn unglaublich verletzt haben, auch wie zum Beispiel in Kliniken. Da gab es eine Geschichte, ich glaube nicht, dass mir Ernst das erzählt hat, aber das habe ich woanders her erfahren, dass auch Ärzte, die haben ja selber viel Angst vor HIV, dann im medizinischen Bereich, die jetzt damals, die vielleicht nicht in der Infektiologie waren, aber wo dann bei Blutabnahmen Zahnärzte, wo dann besondere Auflagen galten. Und wie muss man sich das vorstellen, so in den 80er Jahren, der Klinikbetrieb, wenn da jemand gesagt hat, er ist HIV-positiv oder bei einem Hausarzt, wie sind die mit diesen Ängsten umgegangen? Ja, dann will ich jetzt mal weg von den 80er, 90er, Nullerjahren, sondern das ist leider immer noch so. Und es ist leider immer noch so und wir haben komplett versagt. Wir wollten eigentlich, dass alle Ärztinnen, Ärzte, Schwestern, Pfleger, medizinisches Personal inzwischen wissen, dass eine Viruslast unter der Nachweisgrenze bedeutet nicht infektiös und dass Menschen mit einer HIV-Infektion, die gut behandelt ist, ganz normal alle medizinischen Leistungen bekommen können. Gut, da stecken halt manche in ihrer Ausbildung noch 30 Jahre zurück und deshalb passiert es nach wie vor, dass eine Stigmatisierung im medizinischen Bereich passiert. Wir kämpfen dagegen. Wenn ich so eine Geschichte höre, sage es mir, welche Praxis war das? Ich rufe den Inhaber sofort an oder auch bei uns im Klinikum passiert das hin und wieder und ich rufe den Chef an und sage, das darf in unserem Klinikum nicht mehr passieren. Ja, meine Meinung, meine Aktion, aber ich glaube, es dauert und es dauert noch und ich weiß nicht, ob das irgendwann aufhört. Solange es nicht heilbar ist. Ja. Also was wirklich ein bisschen wirklich fatal ist, was Sie ja auch sagen, dass die Ängste sozusagen halten sich an dem Bild AIDS der 80er und 90er fest. Ja? AIDS ist eine tödliche Erkrankung, man weiß ja nie mit der Infektion, kann man ja noch so oft behaupten, unter der Virusgrenze und so. Also ich meine, das ist ja die Erfahrung, die man immer noch machen kann, nach dem Motto, man macht selber Sex oder nicht. Ja? Und wenn man weiß, dass der andere positiv ist, dann lässt man es lieber sein. Also vor allem positive Frauen machen diese Erfahrung, ja? so wie ich es höre. Ja? Und das ist so fatal, dass es uns nicht gelungen ist bis jetzt, ja? diese alten Bilder von AIDS sozusagen wegzukriegen. Das finde ich wirklich das Schwierige. Und auf der anderen Seite, ich meine, ich bin auch immer gefrustet, wenn ich so Geschichten höre, wo ich denke, von einem Anwalt oder von einem Zahnarzt oder so würde ich eigentlich was anderes erwarten, aber die verhalten sich genauso bescheuert, wie andere Menschen eben auch sich bescheuert verhalten können. Also wenn ich höre, dass ein Positiver in der Anwaltspraxis erst ganz am Ende der Sprechzeit eingeladen wird und danach alle Kräfte, alles desinfizieren, was der angelangt haben könnte, ja, und solche Geschichten heute noch, ja, dann wird es dann wirklich Angst und Bange und dann weiß man, dass trotz aller medizinischer Fortschritte natürlich Diskriminierung und Ausgrenzung immer noch ein wichtiges Thema ist, ja, und dass dieser Welt-AIDS-Tag, der jetzt vor der Tür steht, überhaupt noch nicht überholt ist, ja. Ich meine, medizinisch haben wir viel, viel erreicht, gesellschaftspolitisch finde ich, ist noch eine ganze Menge nachzuholen. Ja. Dankeschön. Für Ernst, Oktober 1985. Jäger und Gejagter in der Zielgeraden deiner letzten Fährte. Vergiss, was du verschwendet, was du gefunden. Die Würfel sind gefallen. Du bist gezeichnet, dein Schlaf ist aus.
Kein Traum kann dich betrügen. Blick zurück, ohne zur Salzsäule zu erstarren. Die Bilanz ergibt sich aus den Tagen, die kürzer, aus den Schatten, die länger geworden sind. Hügel sind jetzt deine Berge, dein Nachtschweiß deine letzte Spur. Der Wind trägt deine Angst, die Vögel stürzen ab, die Sterne sind erloschen, der Mond ist taub. Grenzenlos die Finsternis, lautlos dein Gelächter, dein Achselzucken, kein Schrei von deinen Lippen. Du hast dein Schwert, die Unbefangenheit, verloren. Barfuß gehst du über Distelfelder, Glieder auf dem Weg zur Asche. Kein Schmerz erreicht dein Hirn, nichts hält dich zurück. Wer immer dich geliebt, er muss dich lassen. Exitus, ein Blatt fällt aus der Welt, unerbittlich. Lösch die Kerzen, zündet die Blumen an. Wenn man nochmal auf das Thema dieser organisierten Selbsthilfe kommt, es war damals ein sehr wichtiges Thema, dann muss man auch natürlich feststellen, dass diese Selbsthilfe vor allem aus der Community kam, aus schwulen Männern, die sich organisiert haben, in der Münchner AIDS-Hilfe dann vor allem, wenn man jetzt mal eine Institution da nennen darf. Hat da der Staat, war der da irgendwie auch angewiesen auf dieses, das ist eine andere Frage wie vorher, ich will auf was anderes hinaus, dass er praktisch wie eine Kooperation, dass er das gebraucht hat, dass die Regeln aufstellen, dass die sagen, wenn ihr Sex habt mit Kondomen, dass nicht das rein vom Staat kommt, dass das quasi wie so eine Peer-Sache wird, dass da das Vertrauen dann da ist, wenn wir das selber machen quasi, diese Regeln aufstellen. War das wichtig? Also ich meine, das kommt immer jetzt auf die Perspektive an. Also wenn man jetzt wirklich, das war ja unsere Perspektive, sage ich mal, die da engagiert waren, zu sagen, wir setzen auf Aufklärung, auf Freiwilligkeit, wir kümmern uns um uns, weil sonst kümmert sich ja keiner um uns, ja, und organisieren die Sachen. Ich meine, Rita Süssmuth hat, also jetzt als personifizierte, das heißt von Bundespolitik, ja, die hat natürlich früh erkannt, dass das der richtige Weg ist, wenn die Community selber was organisiert und sich um die Aufklärung kümmert, weil das natürlich auch viel glaubhafter ist, wenn wir das selber machen, wie wenn es irgendwie das Gesundheitsamt vorsagt oder so. Ne? Aber was ich vorhin schon gesagt habe, genau, also wie pervers das war, dass selbst die, die politisch ganz gegen uns gekämpft haben, also die CSU-Freistaat, gleichzeitig wusste, da wo es nämlich um die soziale Unterstützung ging, also Sozialreferat, Gesundheitsministerium, wusste, dass sie trotzdem natürlich auch auf die AIDS-Hilfe angewiesen waren. Und da war dann dieses Ungleichgewicht, politisch draufhauen und hintenrum irgendwie die Beratungsstelle unterstützen, weil es einfach gar nicht anders gegangen wäre. Ja. Und ich glaube auch, also wenn man jetzt es wagt, ein Vergleich mit Corona, ja, also da, bei Corona ist halt die ganze Bevölkerung betroffen und da kommt man unterschiedliche Meinungen und so weiter, aber bei AIDS war ja so, ich meine, selbst ein, sag ich mal, linkes Magazin wie der Spiegel, ja, der hat gegen die schwule Community gehetzt, das kann man sich nicht vorstellen. Da gab es einen Journalisten, Hans Halter, also der sich überschlagen hat von einem Text nach dem anderen, wie es die Schwulen treiben und wo die es treiben und wie viele tausend Partner die im Jahr haben und so weiter. Ja. Und der Umkehrschluss ist natürlich immer, klar sind die selber schuld, aber die Allgemeinheit muss vor denen geschützt werden. Ne? Und das war eben das Gefährliche, politisch Gefährliche, weil es natürlich nicht hilfreich ist, ist ja klar, also rein aufklärungstechnisch nicht hilfreich. Ja? Und das war ja auch das Schwierige. Und ich meine, Guido Ballert hat immer erzählt, oder öfter erzählt, dass er den Gauweiler ja mal gefragt hat, warum denn im Maßnahmenkatalog die schwulen Männer gar nicht vorkommen, obwohl sie doch die Hauptbetroffenen sind. Er sagte, ja, das war ihm zu riskant, weil ich meine, nach der homosexuellen Verfolgung bei den Nazis, also in die Ecke wollte er auf keinen Fall gestellt werden und so. Ne? Also da war ganz viel politisches Taktieren natürlich in der Zeit. Ja. Und mir fiel vorhin nochmal ein, ich glaube, meine erste Veranstaltung, größere, war eben
eben bei diesem europäischen positiven Treffen, da gab es eine Podiumsdiskussion, ich meine sogar im Saal vom Bayerischen Hof, und da saß eine positive Frau mit einer Strickmaske, ja, um nicht zu erkennbar zu sein, aus Angst vor den Repressionen, die ihnen da drohen konnte. Und so war ja auch die Situation. Ja. Ich meine, es wurde ja immer noch diskutiert über Tätowierungen, über Absondern und solche Dinge, dass es wirklich mit Abstand immer deutlicher wird, wie mutig jemand, wie ernst war und andere natürlich, da so offen mit umzugehen. Ja. Danke, Thomas. Und man muss ja auch sagen, der Zeitpunkt, an dem AIDS aufkam, Anfang der 80er Jahre oder Ende der 70er sogar, war ja auch eine Phase der, kann man ruhig sagen, der Liberalisierung eigentlich schon. 70er Jahr, San Francisco, da ging es ja eigentlich so los, dass man sich von diesen alten Repressalien so ein bisschen befreit hat. Ja? Da war ja die 68er-Bewegung davor. Ja, dieses, war auch die Reform 175. 69 war der Start und die 70er waren super. Und dann kam dieses jähe Ende dieser Freude sozusagen. Und war das nicht auch so, dass sich da einige Institutionen vielleicht auch so ein bisschen ins Fäustchen gelacht haben und sagen, so jetzt ist es aus mit der Freude, jetzt ist so ein bisschen, jetzt kriegen die wieder einen Dämpfer, weil... Das ist ja so spannend. Ich meine, in München war ja die erste Kommune, in der sozusagen kommunale AIDS-Hilfe gegründet wurde, 1984. Und es gab ja eine Vorgeschichte, dass es hier vom Münchner Löwenclub, also MLC, viele Verbindungen nach Amerika gab und man da als erstes erfahren hat, da gibt es irgendeinen Schwulenkrebs, irgendeine Schwulenkrankheit, oh Gott, wenn die zu uns kommen. Und da war eben die Hauptmotivation, die auch zur Gründung der AIDS-Hilfe führte, war nicht, dass man jetzt Angst hatte, wir werden jetzt alle, da wusste man ja noch gar nicht so genau Bescheid, wir werden jetzt alle krank, sondern die große Angst war, gerade in Bayern könnte man das instrumentalisieren, um uns wieder auszugrenzen. Ja, ich meine, was ja auch passiert ist, ja, natürlich wurde es auch instrumentalisiert, das ist ja ganz offensichtlich. Ja. Und immer wurde ja lang genug immer wieder versucht, diese Mottenkiste irgendwie aufzumachen. Also ich glaube, jetzt ist sie endgültig zu, aber trotzdem diese ganzen Reaktionen von Geißel Gottes und religiöse Gruppen und dann die Konservativen und so weiter, die haben das natürlich, es ging ja nicht darum, wie helfen wir den Betroffenen, also vor allem den schwulen Männern und den drogenbraunen Menschen am besten, sondern der öffentliche Diskurs war ja ein Diskurs der Ausgrenzung, sozusagen wie die weg, um die Mehrheit zu schützen. Und das ist natürlich politisch immer fatal. Also das ist klar. Also ich meine, diese Befreiung, jetzt ist endlich 69 der Paragraph weg, jetzt kann man öffentlicher auftreten, sich besser organisieren, das war natürlich ein Aufschwung, das ist klar. Und Anfang der 80er, also da war AIDS noch gar nicht so im Bewusstsein, gab es ja auch so diesen Umschwung in der Szene hin zu Community, wir wollen mehr miteinander machen und mehr gemeinsam organisieren, und dann kommt dann plötzlich dieses AIDS und dann müssen wir uns darum vor allem kümmern. Also das hat sich dann alles so verbunden. Und ich finde aber im Nachhinein, sozusagen mit historischem Abstand, ich meine, das hat die Community super hingekriegt. Ja? Also ich meine, das ist sicherlich ein historisch einmaliges Beispiel, wie es gut funktionieren kann. Ja? Und ich hoffe, wenn sowas wieder passiert, dass dann auch die Politik natürlich anders agiert. Ja? Aber für uns war es natürlich schon das Beste, glaube ich. Ja? Dankeschön, Thomas. Ich bin ja hier auch als Repräsentant des SUB in der Prävention. Es geht auch um Prävention natürlich. Und das war immer ein wichtiges Thema seit den 90er Jahren, der Aufbau der Prävention in unterschiedlichen Formaten, bei den unterschiedlichen Institutionen auch. Herr Professor Bogner, wenn man jetzt so zurückblickt in 95, 96, als diese neuen antiretroviralen Therapien gegriffen haben und da Licht am Ende des Tunnels war,
Das sind ja viele Jahre, das kann man sagen, das sind ja fast schon 30 Jahre seit dem Zeitpunkt. Wenn ich aber heute so in der Prävention Gespräche führe, fällt mir immer noch durch die verschiedenen Möglichkeiten heute. Früher hatten wir ja immer nur die Maßgabe, entweder man hat Sex mit oder ohne Kondom und jeder ist für sich verantwortlich. Heute durch die neuen Medikamente, durch die Präexpositionsprophylaxe, ja, PrEP kurz gesagt, ist es natürlich eine wunderbare Sache des Schutzes, aber ich merke in Gesprächen, wie Menschen doch auch verunsichert sind. Soll ich jetzt das nehmen? Soll ich zusätzlich noch ein Kondom nehmen? Soll ich oder das doch weglassen? Oder schadet mir das doch? Irgendwie haben sich die Sachen doch verkompliziert dadurch fast. Was würden Sie da anmerken? Also verkompliziert glaube ich nicht. Also es ist alles viel einfacher geworden. Es muss nicht mehr über Kondome gesprochen werden, was glaube ich zur Vereinfachung ganz klar beigetragen hat. Und es ist natürlich nach wie vor viel Akzent auf der Selbstverantwortung und auf der Frage, wie gut und auf welche Art möchte ich mich schützen. Die PrEP ist inzwischen anerkannt, ist eine Kassenleistung, geht einher mit entsprechender Beratung und es ist eine sehr individuelle Sache. Für wen ist es wirklich die beste Möglichkeit? Wer möchte eine Dauer-PrEP, wer möchte eine PrEP on Demand? Und da gibt es ja, die Schwerpunktärzte, die diese Leistung sehr professionell anbieten und auch sehr gute Beratungsgespräche machen. Da gibt es auch sonst Möglichkeiten, sich zu informieren. Und jetzt sage ich mal, das Einzige, was uns noch übrig bleibt, ist zu sagen, die PrEP wirkt, aber pass auf, dass du dir nicht die Syphilis holst oder die Pocken oder so. Und das hat ja auch Erfolg, also die Anzahl von neuen Infektionen pro Jahr ist ja zurückgegangen. Wir sind jetzt bei nur noch, Anführungsstrichen, 2000 und das ist schon sehr gut. Ja. Das wird auch noch besser werden, also ich habe da einen Glauben an die Zukunft. Ja. Ja. Vielen Dank. Das heißt, dieses Schreckgespenst, was ja damals da war, das was eine wirklich starke Einschränkung war im Leben vieler Menschen, wo wir auch gesagt haben, da wurde dann unterschieden, eben Homosexuelle, die da verurteilt wurden, in eine Ecke gestellt wurden, Bluter, wo man sagt, die konnten nichts dafür, die wurden eben angesteckt, das war ja auch eine große Anzahl, natürlich nicht vergleichbar, aber da gab es natürlich auch sehr viele Betroffene, also mit diesem Krankheitsbild, über Blutkonserven am Anfang, die betroffen waren. Und heute eigentlich dieses Aufatmen, dass da alles in eigener Kontrolle ist. Gibt es irgendwas, was wir von damals so quasi als Lernaufgabe, als Botschaft mitbekommen haben? Hat es was zu tun, dass damals alle zusammengestanden haben, auch wie gesagt, wir haben ja schon oft von der Community gesprochen, dass man doch diese Bewusstheit hatte, dass in der schwulen Community trotz aller Schwierigkeiten doch immer wieder zusammengestanden wird, wenn es Probleme gibt, dass es vielleicht in einem anderen Kontext so gar nicht gegangen wäre, wie in diesem Fall. Ja, mit dem Lernen, das ist immer so, aber ich glaube schon, ich sage mal ein bisschen, alles klingt vielleicht ein bisschen, mir klingt es vielleicht zu moralisch mit diesem, was haben wir jetzt gelernt, aber was hat sich gezeigt, dass es gut und richtig oder sich bewährt hat, ja? Und da ist natürlich, wenn es eine Krise gibt und die Community zusammenhält, dann ist sie umso leichter zu meistern, das ist ganz klar. Und dass die Selbsthilfe da und auch das Coming Out immer noch ein wichtiges Thema ist und dass man dann auch selbst organisiert schaut, was brauchen wir an professioneller Unterstützung und schauen auch, dass sie finanziert wird, ist klar. Das sind alles Dinge, die ich wirklich wichtig finde. Ja? Und genau diese Frage, die du vorhin stelltest, es sei komplizierter geworden, was soll ich denn jetzt tun in dieser ganzen Vielfalt? Ich glaube eben,
das konnten wir doch noch nie leisten, jemand zu sagen, was er tun soll. Ja? Sondern es war ja immer unser Ansatz zu sagen, okay, du musst gut informiert sein, aber dann musst du dich natürlich entscheiden. Und du hast heute tatsächlich sozusagen noch viel maßgeschneiderte, das haben Sie ja wunderbar dargestellt, Angebote. Ja? Bin ich in einer Beziehung mit jemandem positiv, wie will ich mich da verhalten? Bin ich ständig auf irgendwelchen Sexpartys, wie will ich mich dann verhalten und so weiter. Ja? Ich meine, ich habe, als es losging mit dem unter der Nachweisgrenze, habe ich immer gesagt, such dir einen gut eingestellten Positiven, dann hast du das wenigste Risiko. Ja? Das muss halt sich auch noch rumsprechen, ja? Denke ich mir. Und Erfahrung machen wir. Also ich glaube, wie gesagt, also wir haben das gut gemeistert, finde ich. Diese AIDS-Krise ist nicht zu Ende, anders. Und ich glaube, dass wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir dann auch ganz gut andere Dinge meistern können. Und was ich wirklich ganz wichtig heute finde, in diesen vielen Buchstaben unter dem Dach Queer, dass ich schon wichtig finde, die Individualität der ganz unterschiedlichen Gruppen in unserer Community wahrzunehmen und auch zu gucken, welche Bedarfe sind da, aber dass wir eben nicht vergessen, dass wir eine Community sind, die eben nicht sozusagen, wer ist jetzt mehr betroffen, der Positive, der Angehörige, die Familie, keine Ahnung, sondern ich meine, es geht wirklich um ein Wir und gemeinsam, und ich glaube, das ist so eine Aufgabe, die uns immer wieder bevorsteht, gerade jetzt, also dass wir uns da nicht auseinander dividieren lassen, denn das hat ja die AIDS-Krise auch gezeigt. Es wird ganz schnell politisch instrumentalisiert, wenn wir uns nicht einig sind, und das finde ich wirklich ein gutes Schlusswort, sag ich mal, so für mich. Ja. Was mir auch einfällt gerade, ist ein Satz, was mir Martin Dannecker vor ein paar Wochen gesagt hat, über dieses Thema auch, und zwar, warum haben Menschen geholfen damals? Warum sind sie so, wie du jetzt gerade erklärt hast, zusammengestanden? Und da bekam er als Antwort, er hat das auch mal jemand gefragt, warum ging das so mit dieser Hilfe, mit dieser gegenseitigen Hilfe, warum habt ihr das gemacht? Da ging es sogar um Hospizarbeit in der Schweiz. Und derjenige hat ihm geantwortet, wir haben das aus Freundschaft gemacht, wir haben das aus Liebe gemacht, aus gegenseitiger Freundschaft. Wir hören jetzt am Schluss als letztes Gedicht, bevor wir noch Ernst selber zu Wort kommen lassen. Das Gedicht Notsignale. Es ist ein sehr persönliches Gedicht. Da geht es um das Kennenlernen von Ernst mit Christian, seinem Lebensmenschen. Und da ist eigentlich so sein ganzes Leben in gewisser Weise drin destilliert, sein Wesen. Hast aber die Messlatte sehr hochgelegt, ne? Heidnische Hochzeit, Notsignale. Ich bin davongelaufen, um dir zu entkommen. Ich wollte dich auf mich aufmerksam machen. Ich sehe dein Lachen. Lass mich aus. Halt mich fest. Der See war unruhig. Unruhig wie nie zuvor. Der Regen fiel dicht, schwer wie Kristall. Nackt schwammen wir hinaus. Als ich deinen Kopf untertauchen, sinken sah, verspürte ich zum ersten Mal diese Angst, die zu einem Leben mit dir gehört. Deine Augen weit geöffnet, dein Lachen ging unter im See. Ich begriff dein Chaos in deinem Lachen. Überflutete Abgründe versinkend, wieder auftauchend, folgte ich dir. Der Druck deiner Schenkel, der Druck meiner Arme, heidnische Hochzeit, so wurden wir vertraut. Schwimmend zwischen den Gezeiten, unentrinnbar in deinem Sog, bereit dich zurückzuhalten, zurückzuholen, unterzugehen, wenn der Druck meiner Arme nicht ausreicht. Manchmal aus heiterem Himmel, dein Lächeln, dein Lachen und für Sekunden, wenn du deine sicher warst, dein Grinsen.
Die Nacht wurde dein Tag. Du brauchtest viel Licht. Dunkelheit ließ dich nicht schlafen. Deine Traurigkeit, deine Angst, deine stumme Verzweiflung. Welche Fee hat dich so reich beschenkt? Deine Versuche zu lieben, mich zu lieben, dein Zögern, deine Bereitschaft zu geben, zu zahlen mehr als du hast. Du suchst deine Freiheit. Du wirst sie nicht finden, da du sie längst gefunden hast. Meine Versuche, dir zu entkommen, auszuharren, ohne zu warten. So weiß ich, dass du glücklich bist. Dein Körper eine Skulptur in der Wüste. Welcher Gott hat dich erschaffen, war dein Vater. Die Gelassenheit deines Torsos, der unbefleckt Jahrtausende überdauert, reingewaschen vom Regen der Zeit. Nichts, keine Gewalt kann dich zerstören. Schweigend wirst du deinem Schöpfer überleben. Beneidenswert, wer dir begegnet. Beneidenswert, wer je sein Lager mit dir geteilt. Danke. Jetzt lassen wir zum Abend. Ein paar Minuten. Wir lassen jetzt Ernst selber noch ganz kurz zu Wort kommen. Also ich muss aber kurz erläutern, wie das zustande kommt. Und jetzt schließt sich ein Kreis. Es ist nämlich der Wunsch, dass Ernst eine Geschichte vorliest, nicht für mich persönlich. Das ist tatsächlich wahr geworden im Jahr 2014. Ich muss kurz erläutern, meine Frau hat eine Ballettschule und macht hin und wieder Aufführungen. Und da hat sie eine Geschichte ausgewählt, die eigentlich aus einem Kinderbuch ist. Und die nennt sich Die wahre Geschichte von allen Farben. Die Farben stehen eigentlich für Individuen, für Personen. Und man könnte sagen, jede Farbe ist so etwas wie ein Charakter. Und was da mit diesen Farben geschieht, das wird vorgelesen von Ernst. Und zwar habe ich mir gewünscht, dass er das macht, und ich habe ihn gefragt, ob er das tut. Und dann hat sich das Team von der Ballettschule getroffen bei uns zu Hause. Meine Frau hat ihn dann auch kennengelernt. Und plötzlich waren alle per Du, und so war ich dann mit Ernst auch per Du. Und eine biografische, eine Arzt-Patienten-Beziehung von biografischer Länge, also 35 Jahre, das ist ja ein Ding, wurde dann eigentlich auch zur Freundschaft. Das ist nicht sehr professionell, also man soll eigentlich mit seinen Patienten nicht per Du sein, aber in dem Fall war es sehr schön für mich. Und jetzt will ich schauen, dass ich diese Geschichte vorspiele. Natürlich wurde die Aufführung aufgenommen damals, und das war jetzt ein bisschen leise, gell? Ja. Aber es wird lauter. Schauen wir, dass ich das lauter mache.
Okay.
zu bunt. Dann hole ich mir eben einen Teil von Grün. Das Rot stürmte sie aus Grün und merkte in seiner Raserei nicht, welche Verwandlung geschah. Das Orange konnte sich nicht mehr bremsen und stürzte sich ins Blau. Das Violett erwachte und aus dem leuchtenden Rot und dem saftigen Grün wurde braun. Überall, wo sich Orange mit Blau vermischte, wurde es auch braun. Und aus Gelb und Violett wurde auch braun. Je länger die Farben sich mischten, desto dunkler wurde alles. Hilfe, Hilfe, wir verschwinden, jammerten die Farben. Hilfe, wer weiß, Hilfe, riefen sie in die Dunkelheit. Da machte es plupp, plopp, nicht sehr laut, nur sehr leise, so wie es plupp, plopp macht, wenn man schlagsam auf einen Keller klatscht. Ihr habt mich gerufen, sagte das Weiß. Hier bin ich. Erschöpft krabbeln die Farbreste aus der finsteren Brühe und fingen an, sich auszubreiten. Ah, Weiß, das tut gut. Halt, rief das Weiß. Ihr müsst euch gegenseitig Platz lassen, sonst verschwindet ihr wieder alle. Jede Farbe ist gleich schön und auch gleich wichtig. Dann wird jeder von euch den besten Platz für sich finden. Ja, also ich würde dann vielleicht noch hinzufügen, Regenbogenfarben. Gästen, Herrn Professor Bogner, ganz herzlichen Dank. Thomas Niederbühl, ganz herzlichen Dank. Herbert Schäfer, herzlichen Dank für die wunderbare Lesung. Auch alle beide, auch Wegbegleiter in gewissem Maße von Ernst. Ich bedanke mich beim Publikum für Ihr Kommen. Ganz herzlichen Dank. Und dass wir heute in so einem Rahmen an Ernst denken durften. Vielen Dank nochmal, einen schönen Abend für Sie.